Stand 1:1 vor 283 Zuschauern. Ich freue mich, dass unser Gästetrainer hier ist, Jogi Leid, und würde ihn um seine Worte zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Tag. Erstmal ja, Glückwunsch an Eichel, Punkt geholt. Hätten auch am Ende 2 rein können, wenn die letzte Möglichkeit, die Verlängerung und der vielleicht das Tor trifft. Insgesamt war es von unserer Seite kein gutes und kein schönes Spiel. Haben wir eigentlich auch nicht erwartet. Trotzdem haben wir die 1:0 Führung gehabt und mit der Führung im Rücken sind wir in der gesamten Spielzeit, glaube ich, trotzdem nicht so zur Ruhe gekommen und haben das gut gespielt und souverän, sondern es war immer irgendwie Unsicherheit und Hektik drin. Ja, kein klares Spiel. Insgesamt von vielen Spielern ein ungebrauchter Tag. Also, wie schon gesagt, nicht souverän. Und wenn man dann natürlich hier kurz vor Schluss mit 2 gelb-roten Karten, also mit 2-mal weniger vom Platz geht, dann kann natürlich immer mal so eine Standard reingehen. Vor allen Dingen unter weiteren Bedingungen. Ja, nass kann man mal durchrutschen, haben wir in Oldenburg auch gehabt. Das war unnötig. Man hätte das 2:0 machen können nach einer Standard, wo der Torwart sich gehalten hat. Christian Jürgens hätte das 2. Tor erzielen können. 2:0, ich denke mal, dann ist man das Ganze beruhigt. So, beim Standard von 1:0 ist immer alles möglich. Egal, ob der Tabellenführer in den vorletzten Spiel oder letzten umkehrt. Das wissen wir, das wussten wir vorher. Das sieht man in der 3. Liga, das sieht man in der 2. Liga, was da für Ergebnisse zustande kommt. Aber nur damit zu, wir müssen überleben, können wir leben. Und von daher nochmal Glückwunsch an Eichel, dass wir da noch einen Punkt mit uns. Ja, herzlichen Dank. Und dann gehe ich direkt weiter an unseren Trainer Martin Steiner. Ja, erstmal ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Und zwar klar, dass heute alles stimmen muss. Im taktischen Bereich müssen wir uns hervorragend zeigen. Wir müssen im läuferisch-kämpferischen Bereich in die Zweikämpfe kommen. Die müssen wir für uns gewinnen, um hier überhaupt heute eine Chance zu bekommen. Ich glaube, die ersten 25 Minuten haben uns ganz klar gezeigt, dass Weich hier richtig Qualität im Spiel nach vorne hat. Wir haben relativ viele Probleme gehabt. Zum Glück haben wir wenig Torschancen zugelassen. Da war mir schon klar, dass es heute schwierig werden kann. Nach 25 Minuten haben wir so ein bisschen was verändert. Wir haben die äußeren Mittelfeldspieler ein Stück weit vorgeschoben, konnten ein bisschen mehr Druck auf das Spiel, auf den Spielaufbau von Weiche fokussieren und sind dann immer stabiler geworden. Stabiler in der Defensive, haben dann auch nicht mehr so viel zugelassen. Natürlich kann man Weiche nicht ausschalten, das ist ganz klar. Bitter ist, dass der Linienrichter das 1:0 letztendlich nicht anzeigt, dass es ein ganz klares Handspiel war. Ne? Ein Meter vorm Posten geht die Hand zum Ball, das muss man ganz klar erkennen. Von der Bank aus war das eindeutig zu erkennen. Das ist natürlich bitter, aber gehört zum Fußball auch dazu. Für mich war dann entscheidend, dass wir in der Halbzeit nochmal unsere taktische Ausrichtung ein wenig korrigieren. Und je länger das Spiel dann ein knappes Ergebnis hat, umso besser ist es für uns. Das konnte man auch sehen. Wir haben in der 2. Halbzeit viel investiert, gerade in der Fortschrittsbewegung. Trotz alledem fehlt uns das da an Präzision und einfach auch an Abschlüssen. Wir haben Möglichkeiten, aufs Tor zu schießen, sind aber nicht mehr bereit, dann auch einmal zu drücken. Dass letztlich doch noch das Unentschieden durch den Standard rauskommt, freut mich natürlich besonders. Ich glaube, das war auch mehr als verdient. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir vielleicht zum Schluss nochmal die Angriffe konsequenter zu Ende spielen, ist tatsächlich noch ein Sieg für uns drin gewesen. Aber was soll ich sagen? Hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass ich enttäuscht bin über das Ergebnis nach dem Spiel, dann hätte ich wahrscheinlich gelächelt. So muss ich sagen, ist die Enttäuschung schon ein bisschen da, weil einfach mehr drin war. Aber diesen Punkt nehmen wir gerne mit. Er hilft uns auf jeden Fall weiter, um an die Klassenerhalt zu glauben und weiter daran zu arbeiten. Vielen Dank zum Martin Steinbeck. Und jetzt, wie immer, die Gelegenheit für die Medienvertreter, Fragen zu stellen. Die beiden Trainer, gibt es Fragen?
Bitte. Daniel, du bist gerne entlassen, weil das ist eher was Stormann betreffend ist. Ich habe auch ein bisschen was getrunken, das sage ich gleich. Ich wollte nur nachfragen, warum über grün-weißen Bäumen und Herrn Kalcher so wenig berichtet wird. Besonders aus dem EN-Sportwasser hinaus, Herr Giering ist ja gerade hier. Ja, die Frage können wir dann ja vielleicht außerhalb der Pressekonferenz stellen, weil es hier gerade um das Spiel zwischen dem SV Eichelberg in Flensburg geht. Und wenn da eine Frage ist zwischen irgendwelchen Leuten, dann können wir das ja gerne tun. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann weise ich noch darauf hin, dass wir in 2 Wochen unser nächstes Heimspiel haben gegen den VfV Hildesheim. Ich wünsche euch und Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.